Hallo und schön, dass ihr heute bei diesem Klartext-Video dabei seid. Klartext, heute geht es um das Thema Geschenkboxen bei Wargaming. Und ja, ich bin ein bisschen angespannt, muss ich noch sagen, von der Gemütslage, denn es gibt jetzt gerade zwei Seiten in mir. Es gibt die Seite in mir, die World of Tanks Geschenkbox-Seite und die Warships Geschenkbox-Seite. Und so unterschiedlich wie diese Seiten sind, so unterschiedlich ist auch gefühlt meine Zuneigung oder Abneigung da dagegen. Denn bis dato war ich mit den World of Tanks Geschenkboxen sehr zufrieden. In den World of Tanks Geschenkboxen, auch wenn gefühlt vielleicht jetzt mittlerweile nicht mehr so viele 8er Premium Panzer enthalten sind, aber wenn man sich die kauft, fährt man in der Regel immer noch preislich gesehen besser, als wenn man sich das Zeug einzeln aktuell kaufen würde. Und man kriegt Zeug, was man braucht. Wir schauen uns das einfach mal hier an. Dann sehen wir hier, es gibt zum Beispiel, das ist einfach eines der Beispiele, da kann man jetzt sagen, man bekommt immer 250 Gold, man bekommt auch mal Premium, man bekommt mal mehr Gold, man bekommt Credits oder einen Panzer. Vier Sachen, die man immer gut gebrauchen kann. Auch mal vielleicht eine Tarnung oder eine Dekoration, bla bla bla, aber immer Gold, immer mal einen Tag Premium und sonstiges. Also cooles Zeug, wo ich sage, yo, das kann man investieren, da kann man auch so ein bisschen gamblen. Wenn ich jetzt unbedingt nicht, wenn ich zwar unbedingt Gold brauche oder vielleicht mal keinen Premium-Tag mehr, aber der ist dabei, ist doch nice oder eben nicht. Aber es ist Zeug, was man perspektivisch gesehen immer mal wieder gerne nutzt, weil man es so gesehen fast tagtäglich braucht. Und die Geschenkbox-Anzahl, 3 Stück für 5,99. Es gibt hier auch immer die gleichen Geschenkboxen. Also es gibt jetzt nicht eine kleine, eine mittlere, große und die kosten dann dementsprechend mehr, sondern es ist sehr fair. Man weiß, auch wenn es natürlich ein Glücksspiel bleibt, aber man weiß, seine Chancen dann eher zu kalkulieren. Finde ich gut. Das System nach wie vor bei Tanks gefällt mir sehr gut und unterstütze ich auch in der Form, dass ich sage, wenn mich jemand im Stream gefragt hat, 20 Euro kaufen, in Gold stecken oder 20 Euro in die Boxen, dann sage ich, mach dir Boxen klar. Im Zweifel hast du zwar ein paar Sachen dabei, die du nicht unbedingt gebraucht hast, aber die Chance ist da, was Cooles zu bekommen und du kriegst nichts ganz Unnützes. So, jetzt habe ich das gleiche System bei Warships entdeckt. Dachte mir, geil, super, auch Boxen, auch wenn ich gerade nicht Warships so krass spiele, aber ich dachte mir, ja, perspektivisch gesehen schadet es ja auch dann nicht mal, vielleicht noch ein Schiff sich zu ergattern oder irgendwas zu bekommen, was man braucht. Dublonen kann man ja auch in Premium-Zeit irgendwann umwandeln, wenn man sie nicht mal irgendwie anders kaufen will. Oder vielleicht auch Credits, weil irgendwann fängt man ja dann doch wieder Spielen an. Also es war so eine perspektivische Investition, zumindest war es so gedacht. Jetzt ging es erstmal so los. Bei Warships ist der Aufbau nämlich ein bisschen anders. Bei Warships gibt es nämlich 3 Kisten. Einmal das Weihnachtsgeschenk, ein großes Weihnachtsgeschenk und ein riesiges Weihnachtsgeschenk. So, jetzt dachte ich mir, okay, cool. Ist ja spannend. Jetzt ist es so, dass eine Box einen, hier ist es nochmal für alle, einen dieser Inhalte enthalten kann. So, jetzt kann man natürlich richtiges Glück haben und sagen, man zieht 30 Tage Premiumzeit aus so einer kleinen Box raus. Oder vielleicht auch mal Dublonen. Oder sogar ein Schiff, was geil ist. Natürlich hier drüben, für mich jetzt, will ich sagen, Abfall, aber ich brauche jetzt keinen perspektivischen 5 Milliarden Signalflaggen umliegen haben. Brauche ich nicht, will ich nicht, würde ich mir selber separat kaufen. Macht natürlich aus Wargaming-Sicht, Sinn, aber für den Otto-Normalspieler, wie ich mich dann bei Warships definitiv sehen werde, brauche ich nicht 35 Milliarden Flaggen. So, das gleiche System ist bei den anderen auch so. Auch hier bekommt ihr einen dieser Inhalte. Auch da sind es dann 90 Tage Premium, 1000 Dublonen, 3 mögliche Schiffe und 15 Signalflaggen oder eben Tarnungen. Und das große Weihnachtsgeschenk ist auch exakt das gleiche wieder, einen dieser Inhalte. Da sind es dann 3 Schiffe, eventuell Tarnung, mehr Dublonen oder Premium-Spielzeit und auch wieder ganz viele Signalflaggen. So, und jetzt in jedem dieser Pakete ist noch die Chance auf 25 weitere Schiffe dabei. Den auch nochmal hier. Auf die habt ihr dann ebenfalls die Chance. Jetzt gibt es euch ganz ehrlich zu, ich dachte mir, ich bin ein bisschen smart oder ich habe mich verleiten lassen von World of Tanks, weil ich mir dachte, die Kisten waren sehr geil. Dachte mir, da macht jetzt die Masse die Klasse, vielleicht in meiner Welt. Deswegen habe ich mir von diesen Weihnachtsgeschenken in Summe für 30 Euro welche gekauft. Das sind dann ja schon ein paar gewesen. Und dann dachte ich mir, so große Weihnachtsgeschenke, da habe ich mir noch 5 große gekauft. Also in Summe habe ich jetzt 42 Euro ausgegeben gehabt. Bei World of Tanks, jedes Mal, wenn ich was ausgegeben habe, war ich jedes Mal zufrieden damit. Selbst wenn kein Panzer rausgekommen ist, war ich jedes Mal so, dass ich sagen würde, bin ich d'accord, war gut, habe ich vielleicht nicht unbedingt alles gebraucht, aber passt. So, habe ich jetzt bei World of Warships gemacht, fühle mich unselend verarscht. Unfassbar. Ich habe rausbekommen, ich habe einen Zettel irgendwo, keine Ahnung, 3000 Dublonen. 3000 Dublonen für den Arsch, das sind irgendwie 13, 14 Euro oder sowas. Hab rausbekommen
60.000 freie Erfahrung und sonst nur Flaggen. Kein einziges Schiff, nur Flaggen und nur Tarnung. Und sorry, aber ja, vielleicht mag das für die Hardcore-Schiffszocker interessant sein. Aber in dem Fall, ich, der hier wirklich mal vielleicht reindaddeln würde, finde das, für mich persönlich ist es eine Verarsche, was die World of Warships-Kisten angeht. Und es ist so schön, die World of Tanks-Kisten sonst zu verarschen, sind die Warships-Kisten. Und dementsprechend will ich hier vielleicht eine Mini-Warnung ausgeben, wenn ihr Geld ausgibt in beiden Spielen, überlegt euch das, was ihr wirklich wollt. In meinem Fall hätte ich das vielleicht mehr tun sollen bei Warships, dass ich sagen würde, die Wahrscheinlichkeit bei dem Weihnachtsgeschenk ist mit in dem Fall 6 oder sagen wir mal 1 zu 6, nee 6 zu 12, so ist es richtig, 6 zu 12, dass ich Tarnungen rausziehe und ansonsten nur, ich sag mal, gutes Zeug ist es dann dementsprechend 6 zu 12 auf der anderen Seite. Also eine 50-50 Chance auf gutes Zeug und selbst davon 100.000 freie Erfahrung, oder 10.000 freie Erfahrung, ob man das jetzt unbedingt braucht, lasse ich mal dahingestellt. Aber Premium-Spielzeit hätte ich gerne genommen, Dublon hätte ich jetzt nicht nein gesagt oder ein Schiff. Aber den ganzen Rotz da drüben, den hätten sie sich sparen können, meines Erachtens. Also, wenn ihr vielleicht jetzt nach dem Video smarter seid, als ich es davor war, überlegt euch wirklich gut, diese Kisten zu kaufen bei World of Warships. Ich persönlich würde Stand jetzt extremst davon abraten. Mag natürlich sein, wenn jetzt jemand wieder viel Glück hat, der zieht sich aus hier so einer Kiste einfach mal irgendwie, keine Ahnung, eine Alabama oder sowas, dann war es gut. Ich, wie gesagt, habe jetzt in Summe 43 Kisten aufgemacht. Waren es 43? 43, 43. Ist egal, um den Dreh. Und ich wurde nur verarscht. Ich habe nur Kacke bekommen und wie gesagt, dementsprechend denkt da smart drüber nach, wenn ihr vielleicht das ein oder andere Schiff wollt, vielleicht wirklich dann auf das Schiff zu gehen. Bei den Tanks ist es aber genau das gleiche. Wenn ihr jetzt einen Skorpion gezielt wollt, kauft euch auch einen Skorpion zum Beispiel und wartet nicht und gibt nicht 300 Euro dafür aus, dass ihr die Chance habt darauf oder einen Type zu bekommen. Wie gesagt, mir erscheint auch die Chance bei World of Tanks aktuell geringer zu sein, dass man geile Panzer rauszieht, als es noch am Anfang der Fall war. Ist vielleicht auch eine reine Spekulation. Aber ich bekomme immer weniger Nachrichten von, die Leute haben jetzt 3 Achter Premiums rausgezogen, sondern sie haben gar keinen mehr rausgezogen. Ja, das war's. Das wollte ich euch ganz kurz nochmal mitteilen. Meine Erfahrung und mein Fazit von den Kisten. World of Tanks würde ich sie per se immer noch empfehlen, weil, wie gesagt, da ist immer noch sinnvolles Zeug dabei. Wenn man es dann aber gar nicht gezielt braucht, dann lasst es auch sein. World of Warships ist so viel Schmarrn in den Kisten drin und irgendwie auch kein großes Luck mit den Schiffen, weil eben es waren sogar noch mehr Kisten, weil ich ja, da sind ja noch welche geschenkt, bekommt man ja auch. Also dementsprechend, ich persönlich würde mir keine einzige Warships-Kiste mehr kaufen. Gut, damit ist mein kleines Klartext Rage Warships und Tanks Geschenkboxen-Video durch. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und die World of Tanks Kisten werden wir uns aber auch die nächsten Tage nochmal anschauen, beziehungsweise da wird es noch ein Video dazu geben. Also, ich bin raus. Lasst mir mal eure Meinung dazu da, ich bin sehr gespannt. Bis demnächst, euer Alcaramba.